Oh. Okay. Ja, moin, Dean Saphir, Schmidi, wunderschönen guten Abend. Ich hoffe, euch beiden geht's ja auch gut, so wie der ganze Rest. Das Spiel sollte jeden Augenblick eigentlich losgehen. Und da geht's los, da ist das Startzeichen, beide starten unterschiedlich. Catapult bei Sanctuary und Alex Hex beim Linkshaus. Wow. Sehen wir schon den Unterschied hier. Aber bei beiden nichts wirklich Gutes. 300 Rupees bei Alex. Und bei Kato sehen wir einfach nur ein Herzteil. Dann muss Kato noch ein bisschen nach Geld suchen. Alex kann dann gleich direkt den Bottlewender bezahlen. Mhm. Genau. Bottlehandle bezahlen. Und je nachdem, was er auch noch finden möchte, sind ja die Bomben. Und da sehen wir Alex dann gleich beim Onkel, währenddessen das Tree Pool Herzen sind. Und natürlich nicht nur die Bomben, sondern auch eine Flasche, die Flöte. Da findet er sein Geld. Tatsächlich 5 Rupees pro Grabe, aber da trollt die Karte noch ein bisschen herum und hat damit nur 20 Rupees. Und Blue Mail bei Alex. Ja, sehen wir auch gleich mal den Lumberjack-Check. Das sind diesmal nur 5 Rubine. Also, da werden wir wahrscheinlich nicht hingehen mehr. Genau. Und da sind wir bei Alex jetzt auch bei dem Sanctuary und gehen daddelt nun hinterher. Währenddessen Kato jetzt bei den verlorenen Wäldern sind. List. Und da findet er die Bomben, was sehr glücklich ist für die Jacks in Kakariko. Also praktisch, weil geldmäßig ist es jetzt noch nicht so gut gewesen. Ja. Da ist er nicht so hoch. So. Jetzt habe ich nicht gesehen, was da drin, da unten lag. Aber scheint ein Zwang gewesen zu sein. Alex zeigt es uns auch gleich nochmal. Genau. Ja, der Anfang. Genau, da war der Zwang. Ist einfach Standard. So, jetzt sehen wir dann gleich. Wie ist dieses Haus nochmal? Blindside. Blindside. Also. also, der Mann, der da steht, ist halt blind in der Lightwelt, wenn ich das richtig erinnere habe. Zwei Herzteile und Profi. Was glücklicherweise für ihn ist, fehlen noch 9 Rupees, aber die hat er jetzt dann gleich und kann somit auch den Bottlehändler bezahlen. Was doch ganz angenehm ist. Und da bekommt er noch mehr Bomben, somit muss er sich nicht mal mehr Bomben kaufen. Ah, für die Mini-Mörder im Cave könnte es noch ein bisschen eng werden. Also, da wären ein paar Rupees noch ganz gut eigentlich. Genau, aber wir haben ja noch ganz Kakariko noch vor uns. Jetzt geht er da im Hinterteil beim Brunnen. Für, 20 kann man sich ja auch mal so mitnehmen. Dann braucht man nicht mehr. Ja, damit sind da noch die Bomben zumindest schon mal gesichert. Jetzt. Da haben wir einen Fünfer. In der Tour. Da noch mehr Bomben. Also jetzt sollte es eigentlich nicht mehr so ganz eng werden. Aber der Seed Guides schon mit Items. Also bis jetzt haben wir nur die Blue Mail gesehen bei Alex. Genau, aber ansonsten sehen wir nicht. Sehen wir da nix. So, was hat Kato so aufgegabelt? Da sehe ich schon Red Crystal auf Eastern Palace und ein Nomad auf
Ära und was dieser Pedas hatte, weiß ich jetzt nicht. War der schnelle Map-Check. Ja, also ich habe auch nicht schnell genug geschaut. So, jetzt sollte es dann funktionieren. Ja. Rico, eigentlich überhaupt nichts. Mhm. Geld und die Gewissheit, dass man hier alles durchgesucht hat, was man durchsuchen kann. Genau, die haben jetzt beide, glaube ich, keine Bottle für den Kit. Dann werden sie zum späteren Zeitpunkt zurückkommen. Dann hoffe ich mal, dass wir da noch den Map-Check dann nochmal sehen können für zum Tracken. Und da sehen wir Blue Pendant auf Desert. Der Rest war ja Crystal. Red Crystal und normalen, glaube ich, war das. Also Blue Boomerang auf dem Race Game ist jetzt erstmal eigentlich nicht nötig. So. Und jetzt seht ihr, findet er. Genau. Bei, einmal für den Stun-Price und macht das Manuing manchmal auch ein bisschen einfacher. Ja, somit kann er ja auch locker durchgehen. Interessant, dass Kato direkt zu Zahasla geht. Ja, das ist halt eine Waffe bei den Mini-Mordoms zu haben, ist schon besser jetzt. Ja, klar. Also ich denke mal, auch mit der Bombenanzahl, die 5, die er hat, könnte das Ganze ganz knapp werden, währenddessen Alex direkt zum Damm hinunterrennt. Man könnte sich natürlich auch eine kaufen, unten rechts vom Linkshaus. Oder alternativ natürlich Damm und dann über Agina mal. Das sind die Handschuhe. Plus nochmals den Blue Mail. Ja, für Alex wird das dann wahrscheinlich eher die Red Mail. Genau. Jetzt haben wir bei Seiten Kato die Handschuhe und das Blue Mail. Ja, entscheidet sich ja auch in Isam reinzugehen. Ist jetzt nicht verkehrt. Kann man machen. Die meisten Runners gehen ja gerne dann erst rein, wenn sie den Bogen ja haben an der Stelle. Aber vielleicht kann ja der Bogen ja auch da drin sein. Ja, aber wir haben halt die Südroute und Eastern Palace. Falls jetzt die Südroute halt nichts hat, was nochmal was Weites aufmachen kann, dann wäre es ärgerlich für Kado, wenn er nochmal extra hier hoch zurück muss. Mhm. Und Pot ist jetzt kein Dungeon, den man in jedem zieht, sehr spät macht, bis er auch komplett auslässt. Da wäre zurück, also hinlaufen auch nicht jetzt nicht so das Schlimmste. Und Alex versucht tatsächlich mit den wenigen Bomben. Jetzt hat er noch einen Versuch und es funktionierte tatsächlich. Jetzt hat er zwar keine Bomben mehr, aber er kann dafür den Cave mitnehmen und da drin liegt da mal Bombos. Und die Handschuhe again. Jetzt wissen wir beide Handschuhe-Lokalisierungen. Ja, das heißt, Agina oder. Wie heißt das? Ice Rod Cave müsste was haben oder halt noch ein Item in Eastern Palace. Genau. Was wir ja jetzt dann gleich bei Kato sehen. Aber auf jeden Fall, Alex geht sich jetzt Bomben kaufen beim Shop, macht noch den Check auf der Ledge. Und dort war nur ein Herzteil. Ist dann auch mal interessant zu sehen, was sie dann mit den Handschuhen machen. Wir werden wahrscheinlich dann relativ schnell nach nach Village of Ausgast gehen, wenn sie die Perl dann haben. Mhm. Aber auch der Berg könnte relativ früh offen sein, wenn sie dann einen Weg drüber finden. Da ist nur die Karte, also bis jetzt Eastern zieht nicht danach auf. Alex nimmt jetzt dann seine Titans ab. Ja, und die Red Mail. Ach, und hier Front auf Escape haben wir natürlich auch noch. Und Back. Genau, Back und Front, da haben wir auch noch. Ja. Und die Red Mail bei Alex.
Zora könnte natürlich auch eine Option sein, ja. Das Geld hätte Alex schon zusammen, aber bei Kato fehlt da noch ein bisschen was. Aber das darf man ja auch nicht ganz vergessen. Bei Kato natürlich noch öfter Südrode noch nicht mehr. Da findet er ja auch nochmal ein 300er eben dann. Aber leider, Eastern hat er nix. Wenn ich jetzt nicht falsch gesehen habe. Das ist natürlich auch so eine Sache, dann ohne Moonpearl nach Zora gehen, ist auch mal ein bisschen riskant, wenn jetzt noch sowas so viel offen ist. Genau, bei Kato sehen wir jetzt, er geht auf Back of Escape. Die nächsten, also die relativ viele Checks relativ schnell. Zu einem anderen muss man halt relativ weit laufen erstmal. Einmal die Karte, ein Herzteil und der kleine Key. Sprich, wir wissen schon mal, in der Dark Room bei Harris Castle müsste auch noch ein Item drin liegen. Da ist natürlich die Frage, wie sicher sich dann immer in Runner fühlt, ohne Fire Rod oder Lampe da reinzugehen. Kato geht sich jetzt wahrscheinlich Bomben kaufen und geht dann nach unten. Ja, das ist einfach die sicherste Variante jetzt. Genau. Also er hätte sowieso nicht genug gehabt, weil er brauchte schon eine Bombe zum Aufsprengen des Mini-Moldom Caves. Plus braucht er ja noch Minimum 3 Bomben für die Moldoms, Mini-Moldoms. Also den wir gesehen, absolut richtig. Somit hat er auch gesehen, dass er Lyquilia, Ledge, nur ein Herzteil befindet. Wenn dessen Alex da durchgeht und auch hinterher schaut, was da liegt. Ja, wäre dann auch interessant zu sehen, ob Cardobat dann Agina oder Ice Rod mitnimmt direkt. Ja, das ist... Alex konnte das ja nicht, weil er keine Bomben mehr hatte. Und das wäre jetzt tatsächlich spannend zu sehen. Auf jeden Fall, beide hätten jetzt das Geld für den Zora. Jetzt an der Stelle. Ja, kann man natürlich drauf gamblen und dann später sagen, ja, dann gehe ich nochmal hin, wenn ich dann die Flossen und Spiel habe über Catfish. Aber das lase ich eigentlich relativ selten. Also häufig fake-flippern die Leute da weniger. So, auf jeden Fall, Kato holt sich jetzt die Titans und Bombos Farms, glaube ich, da drin. Ja. Noch ab. Und dann sehen wir gleich, wie sich Kato dann weiterentscheidet. Auch bei... Bei Alex wird das eine ganz knappe Geschichte. Ich glaube, er kann den Igor nicht ohne... Oder kann er mit Bomben besiegen? Doch, aber eine Bombe reicht an der Stelle nicht. Aber er entscheidet sich zu sterben. Ja, ist natürlich ärgerlich, weil er nicht weiß, ob da jetzt ein Item drin liegt oder nicht. Genau. Währenddessen, Kato hat sich jetzt das alles noch abgeholt. Und ich nehme jetzt mal an, er geht jetzt zu Ice Rod Cave und danach Fake Flipper, der höchstwahrscheinlich. Ja, macht ja auch einfach am meisten Sinn, weil... Wenn man schon mal hier in der Nähe ist und man will das dann jetzt nicht so isolieren. Klar hat man da Jump 3 Checks jetzt in Front of Escape. Ja, und Alex entscheidet sich dann direkt für Back of Escape. Jetzt ist danach noch spannend zu sehen, was danach Alex macht. Wohin er sich dann entscheidet, zu gehen. Und da war das Bug Knight. Aber es saved und quit direkt. Okay. Ich hatte jetzt nicht mit einem Fake Flipper gerechnet. Aber er geht jetzt direkt zur Agina Cave. Währenddessen bei Alex sehen wir gleich, dass er sich entscheidet, ins Castle reinzugehen. Währenddessen Kato irgendwas sucht. Ach, Bomben.
Kann sich keine Bomben mehr kaufen. Ja, das macht durchaus Sinn, aber... 5 Bomben? Sollten doch dann an der Stelle ausreichen. Ach, und jetzt holt er sich noch sein Red Mail ab. Stimmt, der war ja beim Onkel noch gar nicht. Währenddessen bei Alex. Ja, jetzt holt sich gerade auch sein Red Mail ab noch. Alex findet noch glücklicherweise noch einen. Oh. Ist das dann Pressbomben? Oder war er nicht mehr gestunt? Wäre natürlich nützlich jetzt gerade auch. Zu stunnen ist auch sehr einfach dann für die Bomben. Mhm. Der dritte Treeball ist Red Rupees. Also. Och, und die Flippers, also. Ja. Da werden wir Zora dann sehen wollen als nächstes. So, und an der Stelle, Illus, vielen Dank für deinen Raid mit deinen 3 Leuten. Und genießt hier das Race Kato gegen Alex. Wir sind gerade 15 Minuten im Spiel. Wie Marcel sagt jetzt, Full Magic ist der Stunt-Preis. Okay. Also. Ah, so. Kann man das ja Ganze auch machen. Ja, also er wird das für Standard-Races geübt haben. Also sieht man jetzt auch, das war alles sehr gemessen. Wenn ich das Ganze jetzt richtig gesehen habe, hat Hyrule's Castle auch nix. Die Flippers waren da, also jetzt hier. Hat er die Flippers? Okay. Der Truhe, die kann er jetzt öffnet gleich. Stimmt, jetzt geht er auf Hobo. Und dann ist jetzt da noch die Frage... Waterfall Fairy, geht das an der Stelle? Wenn das ein Kato jetzt auch noch die Flippers mitnimmt. Auf Alex Seite wäre dann natürlich noch die Frage, ob er nach Zora dann noch vielleicht nochmal zurückläuft für die Ice Red Cave. Ja, das wäre tatsächlich auch spannend zu sehen. Kato scheint nochmal ein Death Warp aufsetzen zu wollen. Oder auch nicht. Ja. Ist mit Red Mail immer extrem. Genau, und ja. Dort war nur ein Schild bei Hobo. Alex sucht doch den Fake-Flipper-Punkt. Also müsste eigentlich nicht mit. Und er findet wieder keine Bomben. Ja, manchmal hat man einfach Pech und muss dann halt zweimal kaufen gehen. So, jetzt ist Alex geht tatsächlich zu Ice Rod Cave zuerst. Hätte sie nicht überlegen können, erstmal zu Zora zu gehen. Genau, aber er hat sich jetzt lieber dafür entschieden, ey, ich gehe jetzt zuerst in den Ice Rod Cave noch mit auschecken und dann gehe ich hoch zu Zora. Aber langsam müssen wir halt einfach Crashen finden. Die Handschuhe und Flippers alleine öffnen uns halt nicht ganz so viel. Genau. Ansonsten haben wir, glaube ich, noch Agena Cave, das ja noch nicht gecheckt wurde von beiden. Somit haben bei, hat jetzt auch Alex sein Bug Knight. Das inoffizielle Go-Mode-Item. Ja, sind auch ungefähr gleich auf. Also. Ja, bis jetzt werden sie zeitgleich wahrscheinlich bei den Zoras ankommen. Kato leicht vorne, aber nur leicht. Ah, also sieht man nicht alle Tage, dass durch trotz verschiedenes Routings so eng ganz zusammen. Da ist die Moonperle.
damit haben wir dann auch Village of Outcast Zugang. Und damit haben wir die Dark World Access nun offiziell offen. Mit. Wobei, den nehmen wir jetzt noch den Zora noch mit, macht ja auch durchaus Sinn. Und da liegt der Spiegel. Was natürlich ist auch sehr wichtig. Nice ist. Jetzt gerade, wo die Dark World offen ist, will man den auch am besten gleich noch schneiden. Mhm. Vor allem, wenn man nur auf einer Seite die Dark World Access hat, ist das Spiel dann doch ganz nützlich, wenn man auch ein paar Light World Checks dann noch mitnehmen will. Ja, und ohne Waffe ist. Ist ganz gut, dann möglichst viele Checks ja. Und da hat der Geizhals nur 10 Pfeile. Ja, also technisch gesehen nicht wirklich vorne. Sind im Grunde eigentlich nur ein paar. Ja, sind sie wieder gleich. Also die sind eigentlich gleich auf. Ja, nicht der Rede wert, das kann durch einen kleinen Konzentrationsfehler wieder. Komplett kippen. Genau. Oh, zeigt uns Kato, dass mit dem Spiegel ein bisschen schneller geht. Ja, ein bisschen schneller. Ja, das Turin-Paar von vorhin kommentiert jetzt gemeinsam das Spiel Kato gegen Alex. Das hast du richtig erkannt, Ramon. Der Unterschied zwischen Feind und Freund ist immer sehr klein. Genau. Red Crystal in Skywoods. Das heißt, da kann noch gut, da durchaus was möglich sein, und da sehen wir wieder unterschiedliche Route. Wenn dessen Kato direkt nach oben in Skywood tippt, geht Alex nach unten. In Dark Village. Das heißt, wenn Skywood jetzt eine Waffe hat, die Kato in Deceive Stone benutzen kann, hat er dann einen Vorteil. Wenn hier nichts drin ist oder nichts, was er jetzt unbedingt schnell bräuchte. Ja. Und Alex entscheidet sich direkt in Keystone reinzugehen. Ja. Und Katobot riskiert hier ein. Möglichen. Und dann haut er zuerst die Kiste, okay. Ich dachte immer, es sei cleverer, die Kiste hier zuerst zu nehmen und dann die mittlere. Es nimmt sich im Grunde nicht viel. Und da hat er auch den Schlüssel, der im Form Softlock bewahrt. So, ich weiß, hat er beide Kisten aufgemacht, aber es lag nicht drin. Kann mich natürlich jetzt auch gerade irren. Und die Karte. Das heißt, mindestens ein Item wird hinten liegen. Oder. Ah ne, wir haben ja noch zwei, die wir checken können jetzt. Mit der Big Chest noch. Genau, er kann jetzt die Big Chest noch machen und dann noch einen hinten, im hinteren Teil. Sea Storm hatte. Ich muss jetzt zwei oder drei Items vorne. Ich muss jetzt. Nicht gesehen, aber ja. Bei den kleinen Schüssen. Genau, ich jetzt ja auch nicht. Und jetzt habe ich nicht. Ah. Beide machen gerade gleichzeitig viele Checks auf. Da ein Herz bei Alex. Der nimmt jetzt noch das Bombhaus, oder wie nennt du die, man dieses Haus da nochmals? Das ist die Brauerei. Die Brauerei. Okay. Ja, also. Wahrscheinlich wegen dem Ofen ein bisschen. Jetzt hat Katobot natürlich das Problem, dass er die Quallen nicht los wird. Ja. Kann natürlich jetzt Töpfe nehmen, aber das ist halt. Die er auch tatsächlich nimmt und dann. Oh, die Hand. Haben wir natürlich auch an der Stelle nicht vergessen. Die nervt ja auch noch gerne herum. Zum Glück, macht sie den Ton, wenn sie noch ankommt. Ja. Ja. Damit sind beide Items in Skywoods beim Boss hin. Genau. Also die untere Chest sowie bei der Motte am Ende. Ah, falls ich jetzt die Karte nehme. Aber er weiß halt, dass wenn er den Fire Rod findet, zwei sichere Checks hier hin hat. Genau.
Genau, weil wir wissen, Alex noch alles wahrscheinlich antippen wird. So. Pot wieder ein Pendant Dungeon. Ja, genauso wie Eisbär ist, wo man sich auch mal fragt, denn. Und auch dann da haben wir die Frage, wo sind die Progress-Items drin? Bamba Cave wird jetzt gecheckt. Da ist nur ein Herz. Wenn dessen Alex den Schmied gleich macht. Und Kato und gleich. Klaviat mit. Kann natürlich auch jetzt auf die rechte Seite. Also, jetzt. Hot ist auch interessant, weil. Ja. Das müssen wir nicht unbedingt abschließen. Das heißt, es ist nicht schlimm, wenn wir keinen Bogen mit reinnehmen. Er will sich vielleicht Seastone halt ein bisschen aufsparen. Ja, vermutlich will er einfach nur einmal reingehen und das war's. Auch völlig verständlich. Und nicht dann gibt man ja gerne Bahne, aber er findet gleich die Fire Rod. Ist immer ärgerlich, wenn man gerade aus. Jetzt ist halt die Frage, geht er direkt zurück ins Galut und nimmt das eine Item noch mit, oder wartet er, bis er ein Schwert hat, um danach direkt mit der Mutter zu clearen? Es sind ja sogar zwei Items hinten. Ist halt schwierig, weil Fire Rod alleine ist. Ich weiß gar nicht, ob er das überhaupt hinkriegt mit. Ohne weitere Waffe. Mhm. Quake bei Alex. Karte würde sie jetzt auch. Welche war Green Pendant? Green war Ice Palace. Ice Palace. Und Kato entscheidet sich dann direkt, das C-Haus mitzunehmen. Ja. Und gibt auch. Ah, nee, er macht's nur auf. Das macht Sinn, halt erstmal die Sachen drumherum zu checken. Genau. Wenn er entweder einen Hammer findet oder ein Schwert. Aber leider auch nur ein Herzteil, wenn dessen Alex in Richtung Hype Cave geht zuerst. Ja, kann man machen. Alternative wäre natürlich erst die Bodo abzugeben, dann Hype Cave und dann rüber zu. Rüber schwimmen zu Pot. Mhm. Ich frage, wo Alex dann als nächstes hin will. Ja, ich nehme mal an, er sucht sich noch ein Schwert oder irgendwas, ein Hammer. Aber er findet den Zumaria-Stab. Das ist natürlich sehr hilfreich für Eisbilis, wenn man jetzt. Ja, aber auch für Blind. Also mit dem Zumaria-Stab kann man ja auch Blind machen an der Stelle. Ist dann natürlich die Frage, ob man dann noch ohne Hammer reingehen will, jetzt gerade auf Alex Seite, wo er schon. Ja, er hat ja auch schon die ersten vier gecheckt. Da sehen wir noch einen Fuffi. Ja. Also sogar drei Items haben wir. Das letzte war ein Herzteil und damit kein kleiner Key. Ich glaube, das war 2-2, wenn ich das jetzt richtig gesehen habe. Also drei Items haben wir vorne rausgekriegt. Oder drei. Ja, hatten ja weder Key noch die beiden Dungeon-Items. Gut, dann haben wir die Informationen auch schon mal. Oh, und du hast die Lampe auf der Graveyard-Ledge in unerreichbarer Höhe. Nicht Graveyard, sondern die Desert-Ledge. So, und jetzt sehen wir den Agina Cave neu. Auf Seite Alex. Jetzt muss er eigentlich nur noch hoffen, dass er da drin noch was findet, das ihn weiterbringt. Ja, Alternative ist halt Pot. Ja, was heißt. Also Pot und. Ja, aber jetzt müsste er den ganzen Weg dann wieder laufen, aber ich nehme mal an. Er wird den ganzen Weg dann mit Graveyard mitnehmen. Ah, Graveyard und. Dann direkt zu Catfish weiter. Und wieder haben wir dann noch. Ja. Und bei Kato können wir dann noch gespannt sein, ob er dann gleich von unten lang weitergeht
hoch zu Port, Pyramide Port, oder ob er den anderen Play macht. Kato, vergisst er vielleicht, dass er den Spiegel hat? Ja. Nein, er merkt es selbst. Ja, ich wollte auch gerade sagen, es ist ein bisschen unruhig, dass er jetzt den Schmied umher. Genau, also. Aber da war vielleicht die Nervosität noch mit dabei, dass er da den Spiegel vielleicht aus dem Auge verloren hat für ein paar Sekunden. Aber zum guten Glück hat er es ja noch selbst gemerkt. Dass er ja den Spiegel hat. Auch er wird, denke ich mal, dann die Smith-Stern auch komplett zu Ende bringen. Interessant, wäre interessant zu sehen, ob er dann Agina mitnimmt oder nach Top geht. So, auf jeden Fall, er nimmt die Truhe da auch noch mit. Wenn das Alex die Front von Skalwoods mitnimmt, hat es ein bisschen einfacher als Kato, denn er hat ja an der Stelle schon den Sumaria, was ja auch schon Damage macht. Ja, plus, er braucht die Statue nicht hinschieben, das ist immer sehr. Genau. Damit kann er einfacher die Checks machen. Und Alex geht auch die sichere Weg holen. Somit hat es auch Kato das Quake. Jetzt ist halt nur die Frage, ob die beiden nachher jetzt in Port reingehen oder nicht. Währenddessen Alex hier auch wieder den kleinen Vorteil hat, er kann jetzt da die drei Kisten mitnehmen, rausspiegeln, den Big Chest noch mitnehmen. Wird aber leider merken, liegt alles leider hinten. Und dann wieder weiterlaufen Richtung Graviat. Aber Cave Check, Graviat. Und dann hoffentlich Richtung Pot. Viel bleibt auch nicht mehr übrig. So, allenfalls könnte man halt noch den. Da ist der Bomb schon missglückt. Auf Seite Alex. Ja, und dessen Kato. Und Kato läuft genau gleich, geht direkt. Die Frage jetzt, er hat im Gegensatz zu Alex nichts, also Skyward nicht mehr offen, das heißt. Wo ich es ja gerade lese, das stimmt ja eigentlich. Warum Alex vorhin hätte ja auch schnell reindippen können. Ja, Swamp. Die Nefzeit Swamp könnte doch. Nee, also nee, könnte gar nicht gehen, aber man kann ja nur eine Tour mitnehmen, sprich. Ja. Das zum Aufsprengen, die Bombe. Kato müsste noch erstmal eine Waffe finden, mit der er die Wasserläufer besiegen könnte. Könnte mit Alex der Bombe gehen, aber ich glaube, das wäre eher die nervige Variante. Ja, stimmt, machen wir auch noch. Aber ist halt. Boomerang hat er ja noch und ich weiß jetzt nicht, ob mit dem Fire Rod ob man die besiegen kann oder nicht. Das könntest du vielleicht beantworten. Den haben wir ja auch noch. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Also. Oder vielleicht jemand aus dem Chat, kann man mit der Fire Rod die. Wahrscheinlich. Wie nennt man diese Dinger? diese Wasserdinger da killen oder nicht? Und da findet Alex jetzt auch noch den Fire Rod. Jetzt bin ich mal gespannt, was Alex macht. Rennt er jetzt zurück oder geht er weiter in Richtung Pot? Ach, Kato entscheidet. Ja, okay, er hat kurz. Also wahrscheinlich hat er sich nur kurz überlegt, hat sich dann aber umentschieden. Ich glaube, Hypecraft hat den, glaube ich, nicht mitgenommen. Die geht er jetzt mitnehmen und will dann den Sumaria finden. Ja, ist dann die Frage, ob er danach nach Swamp geht. Weil, wenn da was ist und er da reingeht, dann wird Alex das wahrscheinlich sehr lange liegen lassen. Jetzt. Aber bei Alex sehen wir, er geht direkt zu Catfish. Jetzt können wir da mal sehen, was der Catfish heute für einen bereithält. Bei dem Routing auch nicht verweiter verwunderlich. Ja, kann man Catfish ja gleich mitnehmen, dann ist der obere Teil abgeschlossen. Und dann kann er direkt nach unten gehen, die Pyramide mitnehmen und dann Richtung Pot aufmachen, falls er da jetzt keinen Progress findet.
Und Kato geht von unten lang hoch. Aber der Catfish hat nur einen 20. Nicht sonderlich. Was der Wert, der Weg nicht wert. Oder wie man das nennt. Nun, also es ist insofern wertvoll, dass Alex jetzt weiß, dass halt nichts ist. Wenn Kato jetzt noch viel mehr isoliert, dann kann es sein, dass er... Aber wir sehen den Potplay bei Kato direkt. Ah, also... Theoretisch hätte er natürlich Pyramide noch mitchecken können. Für Catfish wäre es, glaube ich, noch ein bisschen zu weit auf dem Weg. Ja. Verständlich, dass er jetzt direkt hingeht. Und dann wieder sagt, also, wenn ich hier nichts finde, gehe ich die beiden Checks ab. Also es ist absolut verständlich, dass er ja an der Stelle direkt mal Pot andippen geht. Denn sein Routing ist ja so, jetzt sehen wir dann gleich, was auf der Pyramide noch liegt. Und da liegen auch nur 10 Pfeile, also... Ja, da wird Kato nichts vermissen. Ich denke mal... Genau. Wenn er jetzt hier einen Pot Progress finden wird, was jetzt auch natürlich sein muss, damit da auch weiter... Im Dark Cross ist jetzt natürlich auch offen. Durch den Fire Root. Das haben wir ja auch beide. Der im Keller. Weil Kato dann natürlich jetzt hier Bot machen kann und wenn er dann die Pyramide checkt, direkt hingehen kann. Alex hat das jetzt also nicht gemacht. Er sieht halt einfach Pot mit 5 Items, wenn es nicht Bolocked ist. Genau. Wir sehen hier Alex, der geht jetzt auch noch dahin. Der wird wahrscheinlich die obere Truhe und die untere Truhe mitnehmen. Bottle haben die ja beide keine. Für den einen Raum. Raum. Was heißt ja nicht, dass wir hier Bogen oder Bottle noch finden können. Genau. Als seitdem, wir finden vorher. Irgendwas müssen wir eigentlich finden. Jetzt an hier. Da ist noch ein kleiner Key. Er bereitet den Spiegel schon vor. Noch ein kleiner Key, sprich. Beide Items, die hier vorne sein können, auf der rechten Seite. Könnte auf der rechten Seite sein. Oder hinten müsste jetzt auch noch was liegen. Also, so langsam können sich die Items mal zeigen, die die beiden Runners hier brauchen. Ah, es scheint ein sehr lineares Ziel zu sein, was natürlich. Execution natürlich weiter in den Vordergrund bringt. Noch sind die beiden halt sehr knapp hintereinander. Genau. Kato findet noch einen Schlüssel. Hoffentlich denkt er daran an die Fackel. Er denkt nicht daran, er macht das lieber das Ganze im Dunkeln. Das ist einmal ein 50er Profi. Und ein Schild. Bei Kato. Wir wissen ja, dass die Lampe in Desert ist. Das heißt, wird es interessant zu sehen, wie oder ob überhaupt der das Darkmaze jetzt macht, weil es kann sehr nervig sein jetzt. Der Boomerang ist noch relativ hilfreich da. Genau, dann kann man auch die Wände abklappern. Auf jeden Fall werden wir jetzt dann das Darkroom sehen von Kato. Was mir jetzt gerade so in den Sinn kommt, beide waren noch nicht auf dem Berg oben. Ja, weil es natürlich... Geht ja auch nicht, weil beide fehlen noch Items. Da ist halt die Frage, was die jetzt da zuerst finden. Flöte oder da ist der... dafür. Wobei ich mir sicher bin, dass die beiden das auch skippen können. Also, Sequence Break. Das ist der Kompass. Hoffentlich denkt Kato daran, dass er den Wand noch nicht aufgesprengt hat. Oder hat das? Nee, er hat das tatsächlich. Und da ist der Hammer. Das ist Vanilla auch noch. Ich glaube, das ist. Aber das heißt. Also Hammer Vanilla. Wir müssten aber bedenken, dass jetzt natürlich der Hammer jetzt in der Flöte oder Buch versteckt ist. Das heißt. Genau. Das ist ja auch schon eine wertvolle Information.
ohne Desertzugang haben wir auch keine Lampe und damit keinen Zugang in dieser Truhe. Genau, das ist halt nur die Frage, wenn das ein Alex hier Frage, ob die Information so noch hat. So findet er sein Schild. Die Frage, kann Alex den Darkroom ja auch noch machen? Ja, was er natürlich versuchen könnte, ist ein Bombjump. Dann hat er zwar die beiden drunter. Also, falls ja, er da den war eben, jetzt sind wir bei Kato und währenddessen noch wahrscheinlich jetzt noch die Pyramide und Catfish. Und was wir schon gesehen haben, dass da nichts drauf liegt. Ja. Was wir jetzt aber sicherlich wissen, ist, dass die beiden Runners jetzt Tiefstown machen können. Mit dem Hammer können sie jeden Jack mitnehmen, sofern in Tiefstown der kleine Key sich nicht selbst eingesperrt hat. Und Alex auch mit den mit dem Sumaria durch das Maze. Das kann man ist auch machen. Ist natürlich auch eine Variante. Kann man denken, dass der Starcross noch machen kann. Um sich zu orientieren, tatsächlich. Somit hat er das erste einen Check mit ihm. Ah, stimmt. Bei Kato sehen wir jetzt dann gleich. Ja, wird sich zeigen, ob Alex das Dinges wird liegen lassen. Darkross ist tatsächlich eine Option, die wir außer Acht gelassen haben. Mit der Fire-Rod ist sie ja auch in der Logik. Sehen wir dann gleich. Jetzt bei Kato wird es spannend zu sehen. Aber da waren nur die 10 Pfeile. Jetzt hat Alex auch die zweite Truhe. Ist ein bisschen langsamer als Kato. Jetzt ist da die Frage, ist es mit dem Sumaria-Orientierung tatsächlich die langsamere Variante, weil Link den Sumaria hochhalten muss, läuft er dadurch ein bisschen langsamer. Er muss ihn nicht unbedingt hochhalten, also er kann ihn auch liegen lassen und dann durch das Kamera bewegen zumindest sehen. Ja. Jetzt ist halt die Frage, hat Alex die Wand aufgesprengt? Ja, sobald er weiß, dass er neben der Wand ist, ist das Ausspringen eigentlich easy. Ja, aber ich glaube, Alex schließt es gerade aus oder fragt sich gerade, warum geht es dann nicht weiter? Er ist ein Dings zu glaube ich, wenn ich das richtig gesehen habe. Er muss nochmal ein bisschen zurückgehen. Ja, ich glaube, es kann gut sein, dass er sich jetzt verlaufen wird. Was natürlich sehr ärgerlich wäre, weil dann Frage ist halt nur, jetzt sehen wir bei Kato den Safe und Quit. Er merkt langsam, okay. Viel bleibt jetzt nicht mehr übrig. Wir haben jetzt noch Skull Woods, noch das einen Check. Skull Woods braucht man ein Schwert für. Also, ja klar, aber ich meine, die Front vorne gibt ja noch ein Item, also. Ja, das glaube ich sogar. Ich glaube. Und ein Check in Seastar natürlich noch. Und im Tiefstein, ja genau, also da gibt's ja auch noch ein Item drin, also jetzt mit Hammer und Sumarius. Ja, aber Kato entscheidet sich tatsächlich jetzt auf den Berg zu gehen. Ja, das ist halt zwei relativ langsame Checks gegen hier oben hat man natürlich mindestens drei jetzt, wenn man den wegbringt, plus halt Zugang zu Hera. Hera, aber auch mit dem Hammer kann er auch die ganze Right Side vom Mountain mitnehmen. Ja. Mit der Dark World zusammen. Kann er auch noch gleich checken, was die Eintrittskarte für Turtle Rock ist, tatsächlich. Was eigentlich gar nicht mehr so schlecht wäre, das herauszufinden. Ich sage mal, Kato das auch ganz gut gemeistert. Mhm. Isa, das heißt. Und da ist das letzte Medaillon, Aoife. Kommen wir schon mal überall rein. Turtle Rock wäre natürlich jetzt schon. Ja. Jetzt also Turtle Rock kennen sie bis
der Lightbridge machen. Der Boss Trinex geht ja leider nicht, da fehlt ja noch der Ice Rod Stab. Jetzt sage ich schon wieder Ice Rod Stab. Kann natürlich sein, dass der Ice Rod noch auf dem Weg liegt oder sogar da drinne. Ja, und da oben sehen wir die Bottle. Die nimmt man jetzt noch mit. Die erste Bottle. Dann ist es spannend dann zu sehen, ob Seekittler tatsächlich was hat oder nicht. Ich nehme mal an, Hera wird er direkt machen. Mit dem Hammer geht das natürlich easy. Wenn es unten Firelocked ist, geht es hier natürlich auch wunderbar mit dem Fire Rod zusammen. Also den werden sie jetzt abschließen, beide. Genau. Indessen Alex aber noch ein bisschen seine Probleme hat. Ja, das ist ganz so einfach ohne Schwert, wie manche da kommen. Zeigt sich dann auch die Erfahrung der Runner, wenn sie auch einen ungewöhnlichen Backflip irgendwo sehen müssen. So, Big Key plus der kleine Key hier bekommen. Also kann unten im Basement tatsächlich noch was liegen. Aber Kato macht zuerst die oberen Checks. Würde ich an der Stelle auch, denn Basement nimmt ja viel Zeit in Kauf. Bei den anderen Truhen läuft man eh vorbei. Genau. Leg den Safety Switch auch nicht um. Aber das sehe ich tatsächlich des Öfteren, dass die meisten Runners den Safety nicht mitnehmen. Viel Zeitverlust ist das nicht. Aber bei so vielen Herzen, Redmail, braucht man das nicht unbedingt. Also. Ja. Ärgerlich, wenn man kein Spiegel hat und dann bis nach ganz unten fällt. Dann ja, hat man ein Problem, weil man dann nicht zum Ausgang kommt. Da ist die Karte. Ein Item hat man schon gesehen, ein Item von Hera ist draußen. 50-50 Chance jetzt. Und Alex ist jetzt hier auch schön in Hera mit drin. Ganz dicht nah bei Kato. Jetzt schauen wir mal, ob der Trolldorm anfängt zu trollen und seinem Namen gerecht wird, oder ob Kato ihn sauber zerteilen tut. Kato spielt relativ. Oh, was ist die Mitte runter? Das Loch will man nicht reinfallen, weil das schickt eigentlich zwei Ebenen nach unten. Genau, und das möchte man ja nicht. Da war der zweite Schlag und ich glaube, mit dem Hammer waren es drei Schläge. Oh. Aber Kato spielt das relativ. Oh, wieder daneben. Und damit hat er uns erlegt. Also, knappe Geschichte beim Runterfallen. Aber Kato hat ihn erlegt. Und wir wissen jetzt, dass Kato noch ins Basement geht, um sein letztes Item noch abzuholen. Ja. Bei so wenig offenen Checks gammelt man da meistens auch nicht. Da nichts zwingend. Aber ich denke mal, die paar Sekunden oder Minuten nimmt man sich ja doch durchaus noch schnell mit. Es könnte ja sein, dass da den Progress-Item liegt. Man kann natürlich gamblen und sagen, da unten liegt nichts und dann. Ja, vor allem, wenn man. Ja, wenn man der Meinung ist, dass der Gegner den gleich das gleiche Routing mal gehabt ungefähr. Das sieht das ja nicht viel anders. Internet, dass er da an der Stelle nicht den Somalia gezückt hat. Und damit hat Kato eine kleine Trinkpause, währenddessen Alex jetzt gegen Trolldom fightet. Aber auch Alex macht ihn sauer durch. Hm.
Und da ist der Hookshot. Ja, das was, ist... Dafür geht man gerne nochmal zurück. Was sehr glücklich ist. Und Alex geht jetzt auch seinen Hookshot auch abholen. Und jetzt fehlt... Nee, jetzt ist Swamp clearbar. Also jetzt haben dann beide Runners alles dann für Swamp. Was sie dann nachher gleich mitmachen können. Das wird natürlich ein nerviger Mania-Fight. Die Schaufel bei Floating Island. Die Frage ist, nimmt man das mit an der Stelle oder nicht? Und wie würdest du dich entscheiden? Es macht keinen Sinn, eigentlich die nicht mitzunehmen, wenn man schon mal hier unten oben ist. Und wenn der nächste Anlaufpunkt Swamp Palace ist, dann ist das auch relativ schnell checkbar. Also du würdest mitnehmen? Ja, natürlich. Ja. Ich würde auch gleich mitnehmen. Gesehen, der hat Schaufel auf Spectacle Rocket skippt und dann war er hinter der Schaufel natürlich Progress. Kann durchaus auch möglich sein, also ich glaube, ich würde da jetzt auch nicht Ja, das ist entweder... Ich glaube, ich würde die Schaufel jetzt auch mitnehmen. Alex nimmt jetzt seinen Hookshot mit. Entweder verlierst du hier einfach 20 Sekunden, die der Gegner wahrscheinlich auch verliert. Oder im schlimmsten Fall verlierst du quasi mehrere Minuten, die wieder Strom kosten. Also das ist eigentlich keine Frage, ob man da hingeht oder nicht. Und Kato nimmt Paradox Cave gar nicht mit. Doch, er macht hier den. Ach so, er macht den anderen Play, damit er danach gleich hier wieder in die Dark World kommt und Superbahn machen kann. Es geht schneller, als wenn man es andersrum macht. Also. Ach so, geht's schneller, okay. Ja. Und Alex geht direkt von oben in die Dark World. Er will direkt wissen. Da braucht eine Bottle mit einer Fee. Ein bisschen Sicherheit. Wovon er ja eigentlich schon mehr als genug hat. Genau. Und wir sehen, Bombos ist die Eintrittskarte bei Turtle Rock. Swamp hat wahrscheinlich eher Buch oder Flöte nicht, weil... Genau. Also höchstens in der ersten Truhe. Also ich schätze jetzt mal... Wohl ja doch... Das war's in... Moment mal schnell. Skalwood ist die einzige Option, wo was drin liegen könnte, aber hier ist das Schwert. Ja, eine 1 zu 3 Chance, also entweder ist der Zugang zu... Und Alex nimmt er hat sich doch noch dafür entschieden, die Schaufel noch zu holen. Also wie gesagt, jetzt wir haben drei Kisten. Das sind die eine in Seastar und die eine in Skywoods und die eine in Swamp Palace, die jetzt eigentlich den logischen Check wären sozusagen. Und das heißt, da würden wir wahrscheinlich den Zugang zu... Ja, aber Swamp Palace kann... Aber in Swamp kann tatsächlich die Lampe nicht liegen. Ja doch, in Desert Palace liegt die Lampe. Das heißt, wir brauchen den Desert Palace Zugang in einem der drei... Ach, vielleicht genau. Das habe ich ja schon wieder ausgeblendet dort. Ja, das ist natürlich die Frage, ob sie sich jetzt die beiden Runner dessen bewusst sind, weil beim Sequence Break ist immer das Wichtige zu wissen, dass man das Sequence breakt und welche Kisten man da vorne eigentlich hätte checken müssen. Also ich sage jetzt einmal, dass das Buch höchstwahrscheinlich in Skullwoods in der ersten Kiste liegt. Könnte durchaus möglich sein. Auch Kato geht die Schaufel holen. Ich denke mal, die Chat, das Speed Gaming mit 74 Personen uns raided und danke dafür und herzlich willkommen hier bei dem Qualifying dritte Runde Kato gegen Alex. Das letzte Matchup für heute. Also und noch kann der Desert Palace Zugang in Seastone liegen, wenn das vierte Item in Seastone nicht hinter dem Hammer liegt. Genau. Muss man natürlich jetzt noch gucken, wie die Keylogik ist. Also wenn... Ich glaube, wenn hinten... Und auch Alex sieht jetzt, Kato eigentlich, sieht jetzt den Eintrittskarte und er macht es tatsächlich auf. Weder den Play machen und Turtle Rock anbieten. Ist natürlich möglich, also ist ein Gamble,
gerade jetzt, wo Swampiness offen ist, aber er ist halt hier. Was man natürlich machen könnte, ist vielleicht die ersten drei Truhen zu checken, dass das geht relativ schnell. Mhm. Mit erstem Glück hat man da halt mindestens eine Item. Ja, das sehen wir jetzt gleich. Also ich bin mal gespannt, was Kato da an der Stelle macht. Es macht eigentlich keinen Sinn, das zu öffnen, wenn man nicht reingehen will in der Situation. Also wie weit er reingeht, ich meine, meinte ich natürlich. Ja. Also er kann jetzt natürlich nur die drei Chests jetzt da vorne nehmen. Er kann natürlich auch bis zu der Lightbridge hingehen. Er kann natürlich bis zu Mimic Cave gehen und das mitnehmen und die Big Chest. Die ist auch der Big Key gleich. Und auch Alex geht in Turtle Rock rein. Also haben beide ein relativ ähnliches. Oder auch nicht. Oder hat der Super Bunny okay, Super Bunny hat er noch nicht mitgenommen, okay. Also das Routing, was er gemacht hat, ist jetzt nicht unbedingt so üblich. Hat er es vielleicht einfach nicht dran gedacht. Mhm. Kleiner Key. Und noch ein kleiner Key. An der Stelle, selbst mit Kato, da geht es noch nicht bis zur Mimic Cave. Wird jetzt interessant zu sehen, wofür sich Alex dann entscheidet. Genau. Ob er weitergeht oder ob er genau dasselbe macht wie Kato, die ersten drei Checks und dann fertig. Alles was danach kommt, dauert wieder relativ lang. So, und jetzt bin ich mal gespannt. Also ich nehme jetzt mal an, dass Kato jetzt direkt ins Skalwoods geht, die Motte zerlegt. Da seine zwei Items ausdrückt. Mhm. Dann hat er auch schon mal den ersten Check da weg. Dann Thief Zone ist natürlich noch gut für ihn. Also vielleicht zwei. Also ich nehme jetzt mal an, er macht jetzt die beiden Dungeons mit dem Full Clear. Natürlich, bei einem von den beiden Dungeons muss er das Buch oder. Ja, oder, wie gesagt, halt in der ersten Kiste in Swamp Palace. Kann auch sein. Genau. Aber Kato entscheidet sich tatsächlich für Tiefstown. Was ich natürlich sehr interessant finde. Ja, das ist halt jetzt vom Teleporter zu Tiefstown und zurück ist schneller, als wenn du vom Teleporter aus zu Skullbus dann wieder zurückläufst. Ah, okay. Deswegen, weil. Also ich hätte jetzt wahrscheinlich den Motte-Play gemacht. Ja, wahrscheinlich. Also. Ich möchte gerne halt meinen Hassgegner am so schnell wie möglich halt auch fertig haben. Also ich schätze mal, ist auch ein bisschen 20 Sekunden oder so was lässt man dann da liegen. Allein weil du ja so ewig lang da durch Skywoods laufen musst. Ja. Aber jetzt sehen wir dann gleich, wie die Atemverteilung da liegt. Währenddessen Alex jetzt die nächsten zwei Truhen mitnimmt. Da können wir gleich mal gespannt sein, ob Alex weiter reingeht in Turtle Rock oder nicht. Ja, sind immerhin 5 Items. Aber dann muss er natürlich auch hoffen, dass hier einfach der Ice Rock liegt. Genau. Und, er spiegelt, das heißt, er geht tatsächlich weiter rein. Er ist natürlich ein mutiger Gamer jetzt. Also selbst wenn er durchkommt, heißt das nicht, dass er selbst, also wenn er selbst eine Ice Trot jetzt findet, heißt das nicht unbedingt, dass er auch gewinnt, weil... Ja, genau. Aber jetzt können wir mal gespannt sein. Jetzt können wir mal gespannt sein. Der Menüfight ist nämlich sehr... Das ist jetzt ganz spannend zu sehen. An der Stelle. Also, was natürlich interessant wäre, wäre Bogen oder Boots. Irgendetwas, ja. Ja. Mit Bogen oder also mit den Boots hätte Alex dann tatsächlich dann einen kleinen Vorteil gegenüber Kato, weil dann wäre er schneller unterwegs. Muss dann aber natürlich die Boots sehr gut nutzen, um halt den Nachteil auszugleichen, dass er jetzt zweimal in Turtle Rock im schlimmsten Fall reingeht. Genau. Sehr, sehr. Weiter als Kato im ersten. Jetzt sehen wir gleich
die Itemverteilung. Oh. Nee, und der kleine Key hat sich tatsächlich selbst angeschlossen, denn auf Blind kann nach meinem Wissen noch kein Item, also kein kleiner Schlüssel drauf liegen, oder? Aber kann er nicht sein, weil sonst kann man sich im Seastone softblocken, wenn man es rüberlegt. Also nicht, dass das erfahrene Runner machen würden, aber es geht. Mhm. Hat jetzt Kato eigentlich alle Items draußen? Das Spiegelstillschild bei Alex, der Stelle. French Vanilla. Was natürlich, ihm Vorteile bringt bei der Lightbridge. Kann einfach geradeaus durchlatschen und sich so vor der Strahlen schützen, währenddessen wir hier bei Kato ein guter Fight gegen Blind sieht. Und da drin war tatsächlich nichts, also ich bleibe nach wie vor. Die erste Truhe bei Skullwoods hat was. Weil der Fire Rod hat man ja recht relativ schnell gehabt. Also, ich gehe noch mit der trolligen Swamp Pedis platzieren. Und natürlich, ja, hier. Natürlich, Sick geht. Und die Hammerpacks haben wir natürlich auch noch. Aber ganz vergessen. Wobei wir natürlich bedenken müssen, dass. Naja, okay, das können wir noch. Nee, wir haben beide Flaschen, glaube ich, oben von auf dem Berg. Ja, glaube ich auch, dass beide. Aber das heißt, es ist wir sind immer noch im Secret Spraying. Break kann auch nicht der Zugang sein für die Lampe. Es sei denn, die wollen die Lampe gar nicht. Kann natürlich auch sein. Ja, ja, wenn man sie schon so präsentiert bekommt, kann man es auch einfach mitnehmen. Genau, und jetzt bleibt ja nur noch eine Truhe übrig und danach sehen wir den Dark Cross bei Alex. Er geht tatsächlich weiter. Denkt man nicht, dass die beiden Runner die Lampe für die Dark Cross bräuchten. Es kann aber natürlich später für gerne nützlich sein, wenn man jetzt keine Half-Magic findet und sich anscheinend nicht. Also keine Potion zu kommen. Ich frage mich gerade, warum er den Boomerang nicht nutzt. Ist der Boomerang an der Stelle nicht einfacher und schneller? Ja, weil als nächstes brauchst du den Sumaria, das heißt, du sparst ein bisschen Menu-Time, wenn du es beim ersten Mal mit dem Sumaria kriegst. Ja, natürlich. So, jetzt sehen wir dann gleich, welche zwei Items in Skullwoods drin liegt. Die erste Truhe war schon länger offen. Die zweite ist halt hinter dem Hammer noch gelockt. Kann aber natürlich auch Fälle haben. Und jetzt können wir dann gleich gespannt sein, was dann die erste Truhe sein wird. Wie würdest du dich entscheiden? Würdest du zuerst dann die Motte erledigen und dann die untere Truhe mitten oder zuerst die untere Truhe und dann die Mitte? In dem Fall weiß ich ja, dass beide Truhen was haben. Also gehe ich erst die untere Truhe checken für den Fall, dass da noch ein Item ist, das nützlich sein könnte für den Fight. Okay, ja. Das sehen wir auch bei Kato. Er macht genau den Play, den du beschrieben hast. Alex muss hier noch ein bisschen aufpassen, weil er hat noch anderthalb Herzen. Ja, aber und da ist die Ocarina. Damit ist der Berg in der Logik wieder. Ja, für Kato natürlich als nächstes dann. Und damit hat man auch die Lampe wieder. Also somit ist Kato wieder zurück in der Logik drin. Ja, noch muss er die Lampe natürlich abholen. Ja, natürlich. Aber also im theoretischen Teil ist er wieder zurück. Aber jetzt, da die Blüte hier liegt, ist natürlich Skullwoods als erstes zu machen, wäre tatsächlich schneller gewesen. Genau. Also das heißt, da war mein Play jetzt so der richtige gewesen, hätte da ein bisschen Zeit gespart. Ja. Aber ist halt, glaube ich, was. Aber ist halt mein doch. Man weiß halt nie, wo die eigentlich. Chance wäre das gewesen. Also. Verständlich, dass Kato das so gemacht hat, wie man es immer macht. Und jetzt den Hammer. Aber jetzt Spikes, guter Freund und Helfer,
Er hat noch eine Safety Fairy, aber die will man nicht unbedingt aufbrauchen, wenn man es auch so geschafft hätte. Und damit ist die Motte down. Mit ein paar Spikes-Problemen hat es Kato dann auch geschafft und das zweite Item war Red Rupee. Also somit ist das erstere Item eigentlich das Wichtige gewesen, die Flöte, die Alex jetzt direkt als erstes holen geht, wenn ich das gerade richtig sehe. Ja, das heißt, er wird danach zu Thiefstone gehen und kann dann direkt... Ja. Plus hat noch Alex den Vorteil gegenüber Kato, er hat das Master-Schwert schon, was bei Kato noch fehlt. Also wie wir wissen, in Turtle Rock liegt ein Schwert. Kato denkt auch daran, dass er ein bisschen Zeit noch sparen kann, indem er... Ja, ja, das habe ich tatsächlich auch hier aus dem Turnier mitgenommen, mitgelernt, falls ich jemals solch ein Play machen muss, dass das der schnellere Weg ist, was wir gerade bei Kato sehen. Man spart da, glaube ich, ein paar Sekunden mehr, oder wie viel sind das ganz genau? Intuitiv laufen Anfänger teilweise einfach gerne nochmal durch das Gelbe durch. Was jetzt nicht. Ja. Und auch Alex sieht jetzt die Ocarina. Ich nenne sie einfach gerne Ocarina. Meine. Also, technisch gesehen, gehört halt zur Gruppe der Flöten. Ja, eben. Ja, ist also beides richtig. Alex nimmt ja auch den. Bombos Action bei Alex. Ja, das, er hat relativ wenig Magie, das heißt. Jetzt hofft er eigentlich darauf, dass er da genug Magie hat und bekommt ein Full Magic. Und dann sehen wir gleich den Kampf bei Alex Motte gegen. Wohin möchte Kato gehen? Er möchte nicht die Lampe holen gehen, er will zuerst Eastern machen. Ja. Da ist halt noch ein Item frei. Er will Pot sowieso nicht machen. Das heißt, erstmal hier hingehen. Vielleicht ist da der Ice Rod. Dann wäre Kato nämlich schon in Gomod. Also, oder Schrödingers Gomod, je nachdem, wo er beginnt. Ja. Ich lese gerade, dass im Spoiler-Log die Flöte auch als Ocarina bezeichnet wird. Ja, weil. Und da ist die Motte bei Alex down. Natürlich geht's viel einfacher mit dem Master-Schwert als mit dem Fighter Sword, wo man noch auf den Hammer wechselt. Wo war denn nochmal das Fighter Sword? Das Schwert? Ja, also Kato hat es ja nicht. Turtle Rock. Stimmt, der ist ein bisschen weitergelaufen. Da hat Kato den Quickel. Ja, aber ich verpasst. Bin mir jetzt aber gerade nicht mehr sicher. Ich glaube, es war bei der Lightbridge, also wo er das Schwert rausgeholt hat. Ja, also ich habe ganz verdrängt, dass er das schon. Genau, er ist ja bis da, die dort bis dahin durch und weiß, dass die Ice Rod nicht dahin liegt. Sprich, wenn er wieder hochgeht, dann geht er nur noch hin, um Turtle Rock zu beenden. Und das sind Alex jetzt. Macht sich auch einfacher mit dem Licht, aber nicht so ganz einfach mit dem Igor. Genau. Und jetzt Kato in schnellen Schritten gegen Armor Knights. Auf, passt du den Schalter? Den Schalter verpasst, aber das passiert mir auch noch sehr häufig, also irgendwie. Ich denke irgendwie, okay, ich bin jetzt auf dem richtigen Pixel, lauf da durch, gehe nach hinten und merke dann erst, ach, scheiße, voll daneben. Also, vielleicht gehen auch die Nerven mit ihm ein bisschen durch jetzt, also. Kann natürlich auch sein, also. Der Stelle kann man nicht wirklich sagen, wer jetzt da im Vorteil ist. Natürlich, Alex hat natürlich den größten Vorteil halt, dass er mit dem Master Sword die Gegner ein bisschen schneller los wird. Ist in den meisten Fällen jetzt kein so großer Unterschied jetzt gerade mit dem Hammer. Ja eben, das ist halt nur das Einzige, aber wir sehen hier der Quick Kill bei Kato und das letzte Item war ein Herz. Ja,
Also. Und somit ist Ethan bei bei Kato abgeschlossen. Und natürlich, wenn man mit dem Dungeon-Anzahl da jetzt mal durchrechnet, ist Kato ein bisschen weiter vorne. Zwei Dungeons vorne, aber Kato, beziehungsweise Alex meine ich, ist ja auch schon in seinem dritten. Also das, was Kato vorne ist, ist halt hauptsächlich das etwas ungünstigere Routing auf dem Berg für Alex. Und ja, drei Viertel von Turtle Rock, so ziemlich. Also Alex hat ja mehr Zeit in Turtle Rock noch verbracht als Kato. Und Kato geht jetzt zu Swamp. Ist jetzt nicht verkehrt, aber abschließbar, Christa. Genau. Hat mehr Items als Mithril Meyer. Also ich nehme jetzt mal einfach mal stark an, er möchte jetzt hier Swamp fertig machen. Vielleicht mit Full Clear. Das wissen wir an der Stelle jetzt nicht, ob er die Left Side mitnimmt oder nicht. Aber werden wir sehen, also. Ob überhaupt noch ein Item da liegt, wenn ja, wie viel? Also bis zu zwei Items da liegen, vielleicht nur den drinnen, wenn der Big Key relativ weit hinten liegt. Ich habe mal gehört, man kann das irgendwie herausfinden bei den ersten zwei Checks, aber ob das wirklich da, ob man da wirklich Wert drauf legen kann oder nicht, ist die andere Frage. Ich wüsste jetzt nicht, wie man das herausfinden könnte, weil im Grunde ist der Big Key der einzige Schlüssel, der irgendwie eine Bedeutung hat für die Logik, dass auch nur der Struktur helfen kann oder nicht. Ja. Ansonsten sehen wir auch bei Alex ein guter Blindfight. Und jetzt sehen wir die Boots. Ist sehr stark auf jeden Fall für Kato. Also Kato Alex hat jetzt natürlich den Vorteil mit den Boots. Natürlich hätte man die Boots früher abholen können, aber man möchte ja nicht zweimal in Swamp reingehen. Die Frage, macht Alex das gleiche oder geht er erstmal nach Misery Meyer, weil er weiß, dass da die Lampe zum Beispiel liegt? Das ist jetzt halt die interessante Frage, was wir jetzt hier an der Stelle sehen, beobachten dürfen. Aber er aktiviert natürlich zuerst die Ocarina, den Vogel. Ich glaube, das ist ein Ende. Auch noch so ein bisschen Schwert, weil für Ganon spätestens braucht halt auch ein zweites. Genau. Die Frage ist halt, wo die anderen beiden Schwerter liegen. Alex hat jetzt auch den Bogen abgeholt, aber er bleibt in der Dark World. Kato lässt hier nichts anbrennen. Ach so, Schwert. Ja, genau. Er hat ja noch den Hammer ja nicht. Jetzt. Mit Zahnstocher ist der Schalter ein bisschen weit weg für einfache Schlagen. Genau. Jetzt sehen wir dann gleich den Diver Down. Magst du ihn erklären, Maya? Ja, also wir nehmen jetzt entweder eine Bombe oder man kann auch den Sumaria nehmen und man legt es platziert ihn so, dass man da hineinglitschen kann. Und dann ist das einfach wie eine Kante, sozusagen, auf die man runterspringen kann. Und Kato hat ihn gleich beim ersten Versuch hingekriegt. Damit spart er auf jeden Fall relativ viel Zeit. Vorausgesetzt natürlich, Left Side hat überhaupt was. Und Alex hat die Schaufel jetzt. Die Kato ja, glaube ich, schon hatte. Ich glaube, das haben wir bei Kato nicht gesehen, die Schaufel. Ja. Nein, Red Ruby. Da sehen wir ein Item, ein Red Ruby. Und hat sich gelohnt. Und noch ein Red Ruby, also
40er. Wäre er so durchgegangen, hätte er gesehen, zwei Items liegen da noch. Vielleicht noch ein drittes, wenn er die Big Chest jetzt nicht geholt hätte, so. Mhm. Das heißt, da hat er trotzdem jetzt Zeit gespart, allein dadurch, dass er beim ersten Durchgang durch ist. Und bei Alex sehen wir jetzt auch den Swamp Play, also. Da hatte Kato gedacht, ah, ich hab den Wiki. Aber man kann es ja mal versuchen, vielleicht. Ja, genau, vielleicht geht's ja einfach so auf. Und wir sehen gleich noch einen Diver Down bei Kato. Also wir sehen gleich in der doppelten Ausführung. Und auch hier sehr schnell ausgeführt. Damit fehlt nur noch ein Item aus Swamp Palace. Genau, aber Swamp hat an der Stelle sonst nicht wirklich viel gehabt. Da die Karte, das heißt es. Ja, die Boots sind natürlich stark. Und entweder heißt es jetzt, dass Argus den Biggie hat oder. Nee, gar nichts. So wie ich das Ganze gerade sehe, kommt noch, fehlt noch. Was er noch? Also sprich, die haben alle Items draußen. Stimmt. Das einzige Item, was jetzt in Swamp relevant war, waren die Boots, die jetzt Alex abgeholt hat. Sonst war da eigentlich gar nichts drin. Öffnet natürlich jetzt auch noch mehr Checks auf der. Also bei Blasting Jewelry. Jetzt wo sie die. Er muss jetzt mit Spins arbeiten. Wo sie die Nordbrüche in der Dark Witch abgeschlossen haben. Sie direkt von der Sanctuary aus. An der Stelle frage ich mich, ist es nicht schneller, den Hammer zu zücken? Ja, wenn du das hier schnell machst, dann ist, denke ich mal, das einfach schneller. Vorausgesetzt, du kannst immer zwei schnell mitnehmen. Im Idealfall. Mhm. Weil Hammer zu nehmen ist immer relativ viel Manual-Time. Ja, klar. Wäre auch interessant zu sehen, dass man mit dem zweiten Sword hier auch sehr gut gegen. Muss die Pusche dann dafür natürlich zweimal im Spin treffen, weil. Mit dem normalen Schlag macht man keinen Schaden. Der von Nummer 1. Der von Nummer 3. Da hat er ihn leider für, daneben. Der dritte. Jetzt der letzte. Und damit ist Argus down. Da ist der Kompass, Big Key ist, hat sich selbst angeschlossen. Somit ist Swamp komplett durch. Alex macht's auf die althergebrachte Randomweise. Es ist auch nicht schlimm, den Diver da unten nicht zu können. Da sind andere Glitches, also andere Glitches meistens ein bisschen. Ja. Jetzt bei Alex sehen wir den Diver Down nicht. Beide Red Crystals wurden schon gemacht. Skywards und Tower of Terror. Also. Genau. Und damit sehen wir gleich, was die Big Fairy hat. Und danach wird er wahrscheinlich nach Mission Meyer gehen. Sich wahrscheinlich auch noch die Lampe holen, weil das müssen wir mal selbst ein bisschen einfacher. So, die Big Fairy, die Bombe wurde platziert. Da ist der Ice Rod und der Bottle. Ja. So. Ich glaube, damit wird er dann wahrscheinlich auch nicht mehr zum Potion Shop gehen. Jetzt brauchen wir nochmal extra Safety kriegt er. Mhm. Er braucht natürlich jetzt noch einen Spender. Also ich denke mal, da wird er noch die Checks hier mitnehmen. Er wird jetzt noch die kleinen Checks noch mitnehmen, dann wird er Mystery Maya mitnehmen. Zuerst und dann geht er wahrscheinlich auf Turtle Rock, wo er mindestens schon ein Schwert findet. Wo wir ja wissen, aber ansonsten, die anderen Schwerter, die haben sich ja gut versteckt.
Was noch natürlich überleben könnte, ist, ob er vielleicht nochmal zum Upgrade-Shop geht, sich vielleicht noch mehr Bomben zulegt, weil. Ja, das Auge ist schon sehr nervig, wenn man nur das Fighters macht. Ja. Und jetzt sehen wir doch den Diver Down bei Alex. Er versucht es auch und schafft es auch. Der Diver Down ist ein bisschen einfacher, weil man hier die Bombe nicht heilen muss, während man durch die Tür geht. Okay. Natürlich hat jetzt noch Kato noch die ganzen Checks noch offen. Okay, er holt sich doch noch eine Bottle. Also er holt sich noch. Nee, will er auch nicht mehr haben. Er möchte lieber noch einen Blue Potion haben an der Stelle. Natürlich wissen wir auch noch nicht. Jetzt ist halt die Frage, Kato die Lampe noch mitnehmen, bevor er mit Mizumaya reingeht oder nicht? Spricht eigentlich nichts dagegen. Jetzt gerade mit dem. Nein, es geht ja ein bisschen schneller. Die Frage jetzt gerade, wo er nach Misery Meyer geportet ist, ob er dann überhaupt noch vorher überhaupt nach Into the Light World geht. Und da ist auch nichts. Gucken wir mal, ob er einfach die in den anderen Cave mitnimmt. Er ist jetzt halt im Gormor, das heißt. Ja, für Schwerter sucht ja, das natürlich ab, das ist ja verdammt. Genau, also sobald eigentlich Kato sein Schwert abholt, ist er im Go-Mode. Aber er weiß halt nicht, dass eins in Turtle Rock liegt, leider. Wenn dessen eigentlich bei Alex, sobald er die Ice Rod hat, schon im Go-Mode ist. Das Timing passt bei Alex nicht so mit dem Fire Rod. Mhm. Und ansonsten war das auch ein guter Fight hier. Das Cave hat ja auch nichts, nur Red Ruby. Jetzt muss er natürlich nur daran denken, dass er die Red Bombs auch schnell checken kann jetzt. Die Lampe. Die hat er sich jetzt geholt, oder? Die Lampe. Ja, Kado, ja. Genau. Ich sehe es gerade, hab's gerade nicht auf dem Schirm gehabt. Wegen dem Tracker. Ja. Oh ja. Hat sich nochmal umgedreht und dann. Ja, das ist er doch mal wieder. Und Alex macht tatsächlich einen Safe und Quit und bringt die Bombe nicht weg. Er macht jetzt wahrscheinlich das gleiche. Ich frag mich gerade, was er vorhat. Er wird die Boots Location jetzt noch abchecken. Was sein Problem? Er würde jetzt wahrscheinlich als nächstes nach Desert Palace in Mizumaya gehen. Weiß Alex an der Stelle, dass dort die Lampe liegt oder nicht? Ja, Alex weiß das. Also Alex weiß, okay. Aber er hat anscheinend nicht so auf dem Schirm, dass er die Red Bombe hätte abgeben können. Ach so, stimmt, ja. Die Red Bombe. Wo ja der Eisschmuck liegt. Mal schauen, wann er drauf kommt. Er hat sie jetzt quasi isoliert. Und da ist das Buch. Das Buch war in Misery Meyer. Also ich würde jetzt Kato vorne sehen, weil. Sofern Alex nicht seinen Ice Rod abholen geht in der Big Fairy, würde ich jetzt an der Stelle auch Kato vorne sehen. Weil Kato wird wahrscheinlich noch nach der Set reingehen, um das Schwert zu suchen, aber halt nicht mehr abschließen. Alex. Ja. Und währenddessen Alex. Auch reingehen. Könnte ja, also ich glaube mal, dass Alex definitiv reingeht. Ja. Und ja, natürlich, Kato wird auch nicht. Also keine Overworld-Checks mehr jetzt noch extra reinwerfen. Ich glaube auch nicht, also ich nehme mal an, er wird. Wenn er die Lightbridge jetzt nichts gibt, wird er sein Schwert kriegen. Also Desert Palace wäre noch verständlich, wenn er das macht, weil er gerade eh ist. Und das sind mit dem Blutzaun nicht ganz so langsame Checks. Das Einzige, was ich mich an der Stelle halt frage, wird Kato
Turtle Rock Go Molden oder nicht, denn ich sehe hier Go Molded Misery Maya. Jetzt, wo noch ein Schwert sucht, denke ich mal, dass er wahrscheinlich eher noch. Ja, sucht. Ja. Aber wir werden es halt sehen. Ja, jetzt halt einfach nur, nimmt er die Lightbridge mit oder nicht? Ich lese gerade, dass Kato ja das Schwert in GT gambelt. Kann man an der Stelle auch machen. Ist ja auch nicht verkehrt. Ist in etwa so wie unser Race eben, wo wir auf den Bogen in GT gegambelt haben. Das muss, ja, genau. Muss Kato jetzt quasi mit dem Schwert machen. Seine Chancen stehen also relativ gut. Natürlich, also man hat ja genügend Checks in GT. Ja, ich glaube, 27 Kisten. Ja, also es ist begrenzt, wie viel da drin sein kann, also es gibt ja, immer eine Mindestmenge an Trash-Items, einfach damit GT nicht zu viel Items haben kann. Aber ich weiß jetzt nicht mehr, wo die Grenze lag. Ja, was hat Kato hier an der Stelle gemacht? Hat die Fire Rod gegen die Torch gesetzt? Ja, das ist der Spooky Glitch. Ah. Er ist in das Portal unten auf eine ganz bestimmte Weise gegangen. Und konnte da dann quasi die Hitbox von Fire Rod verschieben. Okay. Jetzt sehen wir hier die Bomben-Strats. Ja, das ist einfach das Beste, was er machen kann. Er braucht danach keine Bomben mehr erstmal. Das ist gerne Tower wieder. Hammer könnte das natürlich auch machen, aber es dauert halt auch wieder Zeit. Ja, bis die Augen dann da rauskommen an der Stelle. Er zeigt ja auch schön, der Pixel ganz rechts ist ein Punkt, wo man kein Damage kriegt vom Schleim. Also. Mhm. Also sehen wir das ganz schön, wie Kato das hier regelt. Oh, er setzt die Potion noch vorher lieber ein. Fee hätte wahrscheinlich gesagt, ja, dass ich drauf ankomme. Was? Ich glaube nicht, dass ich. Ich hätte wahrscheinlich auch den Safe Play genommen und. Ja. Jetzt würde ich aber an. Ja, da hat ihm das Auge getrollt. 7 Schüsse hat er nur noch. Ich glaube nicht, dass das ausreicht. Ja. Ich glaube, man braucht 8. Ja, 8 mit dem. Dann nimmt er den Hammer und das Auge ist besiegt. Ray sagt, er hatte schon 3 Swords Upgrades, Hit the GT. Ja, dann GG an der Stelle. Das ist auch das Maximum, was man haben kann, weil. Ja. Ein Schwert oben vorher mindestens. Ne? Je nachdem, ob Skullwoods ein Pendant oder nicht ist. Du brauchst ja für Skullwoods, für Ice Palace, wenn es. Stimmt, ja. Und wenn ein Ice Palace den Fire Rod hat, dann kann man da. Eben. Ohne. Ice Magic und Fire Rod. Und Kato geht tatsächlich in den Desert rein und sucht, dass ich da noch ein Schwert raus. Ja, also wie ich gesagt hatte, er nimmt das mit, was noch relativ nah ist. Und es gibt das, was wofür er weitergehen müsste wahrscheinlich. Ja, da ist der kleine Key. 2 Items gibt's ja hier in Desert. Ist natürlich die Frage, falls es hinten liegt, ob er da nochmal hingeht zum Boss. Wenn jetzt das letzte Item auf dem Boss liegt, eine gute Frage, ja. Green Pendant ist ja eigentlich nicht. Der Weg bis dahin ist natürlich noch ein bisschen länger als die Checks hier vor. Mhm. Ja, jetzt hat er noch 2 Checks offen, die er machen kann. Das Torch und der Big Chest. Aber ansonsten Kato sehr schnell unterwegs. Er sucht noch sein letztes Schwert-Upgrade, damit der im Go-Mode ist. Wir wissen, eins liegt in Turtle Rock. Er wechselt ja auch die Cave Spreads mit. Wenn man es ausgerüstet hat und solange man schlägt,
wird halt Magie nicht abgenutzt, sonst ist es sehr langsam. Und an der Stelle hat Kato kein Glück gehabt, denn deshalb war nichts. Alex muss ein bisschen aufpassen. Darf sich nicht treffen lassen. Jetzt geht Kato tatsächlich die Shop-Location mitnehmen. Was mich gerade an der Stelle überrascht, ich hätte nicht gedacht, dass er das nimmt und Alex denkt sich lieber, er verprügelt das Auge mit dem Schwert anstatt mit dem Bogen. Ja, kann man machen. Mit dem Bogen wäre es ein bisschen schneller und sicherer gewesen. Mhm. Ich meine, man sieht es ja auch an der Herzenanzahl. Auch ein Herzen hatte er. Ja, wobei er hat seine Fee nicht eingetauscht gegen eine Flasche. Genau, er hat ja, glaube ich, noch die Fee. Kato sucht nur noch nach einem Schwert, ja, dann ist er in Go-Mode. Das eine Schwert wissen wir ja schon, wo es liegt. Das ist ein Turtle Rock selbst. Ich meinte ich eben auf mal, der Lightbridge. Ich denke, mein zweites Schwert wäre ihm auch ganz recht. Jetzt, so wie es aussieht, ist die Wahrscheinlichkeit relativ hoch, dass er ein Silverless Gen macht mit Master Sword. Bisher, ja. Und Alex sucht den Ice Rod Stab in Desert. Und wir wissen ja, dass der Ice Rod bei der Big Fairy liegt. Den Alex leider nicht so auf dem Schirm hat, denn wenn er den Ice Rod hat, ist er in Go-Mode. Aber er sucht leider an den falschen Anlaufstellen. Wir wissen es ja, er ja leider nicht. Genau, auf der Laser Bridge. Dankeschön, Daruk, für die Info. Ich war mir bisher immer noch unsicher, ob es dort war oder nicht, aber war doch dort. Jetzt gucken, ob Kato sich daran erinnert, dass er die ersten drei Tests schon geöffnet hat. Aber auch Alex ignoriert das Herz einfach. Ja. Das letzte Item liegt ja auf dem Boss, das wissen wir schon bei Seite Kato, aber Kato denkt sich, nein, den wird er sich nie mehr holen. Er geht lieber in Turtle Rock mit seinem letzten Crystal. Alex könnte. Der Ice Rod lag bei der Big Fairy. Nimmt den Tappenboss noch tatsächlich mit, den Kato jetzt liegen lassen hat. Genau, also Alex geht jetzt schauen, was das letzte Item ist im Desert. Aus seiner Sicht völlig verständlich. Genau, also er sucht ja immer noch den Ice Rod. Kato kann sich sicher sein, selbst wenn ein Schwert jetzt auf Landmoss liegt, ist sie schon relativ froh, dass er trotzdem bereit ist. Genau, also er hat ja sein Ding schon. Findet Kato sein Easy Access zum Laser Bridge. Vierte Flasche noch auf den Helm. Mhm. Relativ wegziehen. Kato sucht immer noch nach seinem Schwert. Währenddessen Alex jetzt Eastern macht, den hat er ja tatsächlich auch noch nicht mitgenommen. Da liegt ja auch noch ein Item drauf und das sich dann verschenkt, dass er zuerst dorthin geht.
macht halt Sinn, weil er verliert keine Zeit, wenn er hier hingeht. Genau, also so ist ein Crystal nett zu mitnehmen. Deshalb hat er geklärt noch mit, zusätzlich noch mit geklärt. Das Problem ist, danach ist sein bester Player in die Icepill ist. Von der Item Licht her. Ja. Er sei denn, er erinnert sich an die Big Fairy, dass er beide Red Crystals schon hat. Ja, ist. Aber also wir sehen dann, wann er dorthin geht. Jetzt ist es spannend, tatsächlich muss Kato durchgehen. Er hat ja das Spiegelschild auch noch mitgeholt. Sprich, er kommt an sein Master Sword hin. Ah, er wäre auch so hingekommen. Ja, die meisten waren aus. Es gibt ja die Lava Chest, was er an der Stelle ja nicht getan hat. Und da ist das Master Schwert und somit ist Kato nun offiziell im Go-Mode bei 1.35 in SRL-Zeit. Ja, Kato guckt noch, ob er vielleicht nochmal Glück auf ein drittes Schwert hat. Aber da ist die Karte. Big Fairy into Ice würde halt Sinn machen. Ja, das stimmt. Und jetzt sehen wir dann gleich den Trinix-Fight bei Kato. Und dann sobald Kato sein siebten Crystal hochhebt, beginnt ja gleich unser Spielen. Magst du denn erklären, Maya? Ja, also in Ganon kann der Big hier auf einem von 22 Locations liegen. Wir raten halt, wo es ist. Nachdem das Big, also das gestern Game gestartet wurde. Und der richtig liegt, oder falls keiner richtig liegt, der am nächsten dran ist, kriegt halt Punkte. Das dann auf dem Leaderboard verewigt wird. Die Karte zeigt uns hier auch ein Menu-Fight. Ach, gerade noch rechtzeitig auf den Fire geswitcht, also. Ah, daneben. Und jetzt hat er ihn. Und dann nimmt er nochmals ein bisschen Damage. Ist mit dem Menu-Fight nicht ganz so einfach. Er hat zum Glück natürlich noch Potions aus. Und hat er noch die Blue Potions, ja. Die er nun auch einsetzen tut. Damit hat er jetzt von 3-2 schon verbraucht. Also. Und Alex hat seinen nächsten Crystal mitgenommen. Damit dürfte Kato das jetzt auch sicher drüber. Trinix selbst ist nicht besonders schwer. Sobald er auch seine Hülle gekriegt ist. Ja, da sehen wir wieder Hammer. Und jetzt glaube ich noch einen und dann. Ja. Und dann liegt Trinix hier und Kato beginnt. Sobald er den Crystal hochhält, wirklich können wir das Spiel raten. Ist dann eröffnet. So, dann könnt ihr bald anfangen zu raten, sobald jemand es eröffnet. Ah. Ab jetzt könnt ihr anfangen zu raten. Die an diejenigen, die vorher schon eingetippt haben, nochmals bitte eintippen. Welche Zahl nimmst du denn, Maya? Ich habe mich für die 9 entschieden, aber ich sehe, Ike könnte vor mir gewesen sein. Ja, also ich habe mich mal für die 4 entschieden. Ich habe die 4 noch nicht gesehen. Glaube ich. Wenn sie schon gepickt wurde, dann Pech für mich. Und Alex holt sich jetzt sein Ice Rod ab. Er macht die Big Fairy zuerst. Alex dann auch im Go-Mode. Und jetzt sind wir in GT, wir können das Spiel wieder schließen. 1 2 Er geht auch einen Standardweg, einfach sobald er hier einen Key findet, auf die rechte Seite gehen. Mhm. Den Teil skippen. Ja, nicht so wie ich. Ich hab's einfach mitgemacht. Ja, also. Wenn man gambelt oder. Naja, ich wusste halt, dass ich der schwächere Spieler war. Wenn dort was liegt, dann war das Glück auf meiner Seite, aber leider nicht.
Hat dazu Spaß gemacht. Also, wenn der Gamble funktioniert, ist es natürlich episch. Genau. Wenn man dadurch gewinnt. 6. Und 6 hast du auch nicht. Nein. Oh, da fällt er hinunter. Ja, ist immer ein bisschen tricky, da noch den richtigen. Nimm den kleinen Key hier noch mit, portet sich raus. Und dann geht er gleich auf die 7 zu. Die 7 sind nur 300 Rupees. Geld brauchen wir nicht mehr. Oder sehr unwahrscheinlich. Ja. Und Alex hat sein Headshot abgeholt und geht jetzt in Richtung Thiefstown, Thiefstown Turtle Rock eigentlich. Und muss dann auch noch den Boss clearen. Kann jetzt natürlich einfach direkt durchlaufen, muss keine Kiste. Heißt die Half Magic auf der 9. 10 war es auch nicht, 11 auch nicht. Und die 12 auch nicht. Das waren glaube ich erst 11, oder? Moment, schnell. Habe ich mich erzählt? Das sind 11. 11, okay. Dann kommt jetzt die 12. Ja, weil er den Teil Room ja nicht. Auch nicht. So, die Boomerang Strats. Die hier wunderbar funktioniert. Du bist nämlich den falschen Eingang. Ja, ich war einen zu weit. Das stimmt. Das war jetzt die 13. Ja, kann natürlich immer auf dem Tie Room liegen. Ja, dann ist halt die letzte. Ja, aber ist immer sehr wahrscheinlich, dass beide das Last befehlen. Ein, zwei Runner, die das regelmäßig überleben. Vierzehn, 15, 16, 17 jetzt, oder? Ja. Ja. Jetzt haben wir noch 4 Checks über, bis also hinter den Armor Knights. Und wenn da nichts ist, haben wir einen Teil tatsächlich. Mhm. Wenn es hier schon so kaum rumtrollt, dann kann das ja da immer machen. Ja, da ist es ihm geglückt. Ich meine, das Trolligste, was wir bisher gesehen haben, war halt der Hammer auf Vanilla Location. Ja, also wirklich Vanilla. Stimmt, Pot konnte ja gar nichts mehr liegen drauf. Ah, es wird knapp. Und Alex nähert sich Trinex in schnellen Stücken. Ob er den Minikampf macht. Hat er sich noch Potions geholt? Weil wenn nicht, dann ist er ein sehr knapper Fight. Muss er sehr gut sein. Auf sich hat kein Fehler erlaubt. Aber ich sehe die Biene, das heißt für mich. Und da ist auch nicht, es ist tatsächlich die Last Location, die 22. Ja, sieht man nicht alle Tage, aber so im Schnitt jedes 22. Spiel. Ist zwar super ärgerlich, aber naja. Ja. Er nimmt das Cake nicht. Ja. Muss ich zufällig machen. Es ist nicht besonders schwer, den hier auszuhalten. Hat man noch ein bisschen zu tun. Also statt einfach nur einen Knopf zu drücken. Ja, natürlich. Ja, ist. Man kann sich halt so ein bisschen warm halten. Also genau. Auf der anderen Seite ist eine Pause natürlich auch immer ganz nett. Ja. Und auf der anderen Seite sehen wir, Alex haltet jetzt auch seinen letzten Crystal hoch. Auch er wird nach Köln gehen. Vielleicht nimmt er den Tyrone direkt mit.
Kostet Zeit 20. Cap kostet Zeit, weil extra Mini Time. Ja, okay. Habt ihr recht. Ja. Aber ist dann eine Präferenz. Das geht an Knallibär. Herzlichen Glückwunsch an der Stelle, Knallibär. 22 selbst hat niemand geraten, aber 21 ist halt der nächste Check gewesen. Genau. Dann herzlichen Glückwunsch, du warst nur eins daneben, aber du bekommst trotzdem hier die Aufmerksamkeit. Wundert mich gerade, dass niemand die 22 getippt hat. Ja, die Wahrscheinlichkeit darauf ist halt eher gering, meistens. Weil bei allen anderen Zahlen hast du natürlich noch Möglichkeiten, durch verschiedene Routing vielleicht mehr oder weniger drauf zu liegen. Weil dem ist es relativ sicher, dass es halt jetzt. Für was entscheidet sich Alex? Ja. Wir wissen ja, wo der Pick jetzt nun mal liegt. Wenn er jetzt den Zeitpunkt gleich mitmarkt, dann. Das wäre das sein Play, aber er macht ihn nicht mit. Er macht ihn auch als letztes. Ja, das ist Standard eigentlich. Ist natürlich die Frage, wenn er sich hinten fühlt, könnte das natürlich drüber nachgedacht haben. Genau. Er nimmt da die Bomben. Ja. Die war leider zu weit. Die auch. Zu weit hinter dem Buckel liegen. Das war jetzt auch ein bisschen zu weit, währenddessen Kato hier gut durchkommt. Hat jetzt hier gerade ein bisschen seine Schwierigkeiten gehabt, aber ansonsten kommt er hier sauber durch. Auch Alex wird sich wenigstens gleich freuen, dass er nochmal Mana Refill kriegt. Genau. Mit dem Half Magic. Ja, Half Magic waren ja auch noch hier. Die Harsh Magic hat jetzt Alex auch. Da hat er einen nicht ganz sauber mitgenommen. Aber ansonsten kommt Kato hier ganz gut durch. Magic noch mit. Würde ich glaube ich an der Stelle auch machen. Ich glaube, das hätte nicht gereicht für die 4. Ja, ist schwer zu sagen. Jetzt er nimmt die Checks hier noch mit. Alex schließt sich aus. Da kommt er nicht durch. Der muss ja, noch aber auch hier wiederum kein Schwert. Falls jetzt noch auf das hofft. Ja. Also selbst die Silvers würden auch schon extrem viel helfen. Genau, also Silvers oder. Ich glaube, das nennt sich. Red Upgrade. Da ist auch wieder nur Red Rupee, also die Red Rupees versammeln sich heute hier gut. Eine Chance hat er noch, wenn nicht, wird es ein Silver des Masterfight. Ja, und damit hätte dann Alex ein bisschen die Chance aufzuholen, wenn Kato. Ach, und da fällt er einmal hinunter. Der Vorsprung ist aber natürlich immer noch relativ groß, also er kann sich natürlich noch ein bisschen mehr Fehlerränder erlauben. Alex muss es jetzt eigentlich perfekt spielen. Genau, also Alex müsste jetzt eigentlich so schnell wie möglich den Tyro machen und da fällt Kato nochmals hinunter, also jetzt kommt der Trolldorm seinen Namen gerecht. 2-0 für den Trolldorm. Wir gehen schon auf die 2 Stunden zu, also da kriegen einige Runner manchmal schon ein bisschen Spitzen.
jetzt auch sehr vorsichtig bei. Treffer Nummer 1. Treffer Nummer 2. Normal zu schlagen einmal, sonst geht Troll dann jetzt in den schnellen Modus. Und damit ist Troll dann down. Jetzt sehen wir dann gleich, was die letzte Kiste im GT bereit hatte. Und da auch noch ein Pfeiler, also sprich, die Schwerter oder die Silvers liegen irgendwo anders. Ja, Eisbell ist natürlich ein guter Kandidat dafür. Jetzt ist halt nur die Frage, wie gut kann Kato Ganon nur mit dem Master Sword besiegen? Ich denke mal, dass er kein Problem hat. Hinter Trollern. Da sind sich, glaube ich, uneinig ein bisschen. Ich habe doch keine Ahnung, wie die Kiste da heißt. Ja, also ich in der Community wird so häufig. Wer heißt? Validation Chest genannt, weil sie früher dafür genommen wurde, noch bevor es diese den Hashcode gab, dass die Runner verpflichtet waren, die aufzumachen, um zu gucken, ob sie den gleichen Seed hatten wie der andere. Also. Ach so. Ja, seit es als die Hashes gibt, ist das eigentlich nur noch ein Meme sozusagen. Ja. Ja, ist auch. So. Kato hat hier einen sauberen Aga 2 Fight. Und Alex wird auch und jetzt sehen wir gleich den Fight, währenddessen Alex das Cape Strat nimmt hier. Sollte ich auch aktivieren. Ja. Ich natürlich erstmal zum Bunny machen können vorher. Genau, Igel. Da war der Double-Treffer. Und was bei den Tests ist, ja, wird natürlich noch jetzt überlegt, die zu ändern, also den Namen vielleicht zu ändern, weil gerade Anfänger sind ein bisschen verwirrt, warum die gerade so heißt. Vielleicht. Wie wenn man Potion glitchen bei GT? Das müsstest du mir dann irgendwann mal erklären, Igel. Potion glitchen weiß ich jetzt nicht, wie es geht. Man kann die Mimics aus der Wand rausglitchen, indem man sie halt. Ich habe das Gefühl, dass Igel unser Matchup meint, wo wir den Bogen noch gesucht haben. Also ich kenn nur ein Setup ohne Potion. Aber es ist sehr präzise und. Ich kannte sie beide nicht. Ja, ich hätte es nicht gekonnt, also. Also, ich kann weder den Potion Glitch noch den anderen Glitch, also. Ja, für. Hättest du das gekonnt, wäre ich definitiv im Nachteil gewesen. Für Entrance Render ist es auf jeden Fall sehr nützlich oder für. Ich frage mich gerade, was. Ach so, er hat keine Pfeile mehr. Ja. Weil Alex, das ist natürlich auch sehr ungünstig an der Stelle. Könnte, ne? Ja, Glück gehabt. Ja, aber hat er seine Pfeile. Ja, im zweiten Raum gibt es ja nochmal 5 Pfeile. Das reicht für den zweiten Raum selbst aus, aber im ersten muss er halt einfach. Ja. So, und jetzt sehen wir da bei Kato ein schöner, vorbildlicher Master Sword Fight. Ja, mit Potion Glitch. In Eisbett, das war ein bisschen was das. Und der Torch Glitch funktioniert. Das ist gerade bei Master Silver, das ist sehr wichtig, weil da brauchen wir jetzt 24 Spins, um ihn zu machen. Für all die Neulinge, der Torch Glitch aktiviert man so, bevor die zweite Torch auf der rechten Seite auslöscht, sollte man die linke wieder anschalten. Dann bleibt der rechte immer lange an. Beziehungsweise für den ganzen Zeit bleibt er an und du musst dich dann nur um den linken kümmern und sparst damit Magic. Die man auch sowieso schon tut mit der Lampe. Kato geht ja auch auf Nummer sicher mit den Doubles. Also mit dem Fire Rod könnte theoretisch natürlich auch Triples machen. Genau, aber er geht lieber auf Nummer sicher. Hier ist natürlich auch die bessere Strat, wenn dessen Alex stirbt. Aber ich glaube, er hat er noch irgendwie
er hat sie nicht ersetzt, im Gegensatz zu Kirin. Genau, und da hat er die Fee noch. Er dürfte auch noch die Blue Potion haben, die neben dem Ice Rod eingesetzt hat. So. Langsam ist er dann bald auf dem Ende. Muss noch einmal die Lampe aktivieren. Dann glaube ich, jetzt sind es noch zwei Stück, wenn ich noch, wenn ich richtig mitgezählt habe. Ich hätte nicht mehr gezählt. Ne, es sind doch noch ein bisschen mehr. Das ist echt ein undankbarer Verhalter einfach. Ja. Aber. Kato macht das hier eigentlich sehr gut, meistert das gut und bei Alex, bei den Würmern da. Und damit, wenn er die Brücke überquert und dann nicht noch extra noch hinunterfällt, ist es GG für Kato. Könnt ihr alle bitte einmal GG für ihn hineinschreiben. Und damit beendet Kato mit einer 1,55er Zeit. In SRL. GG. An ihn und Alex ist noch ein bisschen hinterher. Und ich sehe schon, Kato ist hier. Er kann raufmoven. Für das kleine Interview noch. Und da ist er auch schon. GG Kato. GG. GG. Was habe ich da gerade gespielt? Wie war das? Sieht wirklich aus wie ein Albtraum. Kato? Ja? Wie fühlst du dich jetzt? Ich weiß nicht so recht, was ich zu dem Seed sagen soll. Ich meine, Kakariko war absolut nicht. Das habe ich, glaube ich, noch nie gesehen, dass in Kakariko kein einziges Item ist. Mhm. Dann haben wir ewig keine Waffe, außer Bomben und einen Bummer. Mhm. Und müssen in der Dark World rumlaufen. Können Thiefstone nicht abschließen, weil wir keine Waffe für Blind haben. Wie oft kommt das bitte vor? Und dann kommt irgendwann der Vanilla Hammer. Obwohl es nicht mal ein Agar-Seed ist, das heißt, das ist so eine der schlimmsten Locations für den Hammer. Mhm. Dann dauert das immer noch ewig bis zum ersten Schwert. Und die Flöte in Skullwoods war schon längst erreichbar, aber total blöd einzurouten, zumindest so wie ich gespielt habe. Ich habe ja Skullwoods vorne gemacht, ohne ein Item zu finden. Hab dann den Fire Rod direkt gefunden und hab dann überlegt, gehe ich jetzt für dieses eine Item mit nochmal zurück nach Skullwoods? Nee, mache ich natürlich. Und dann war es die Flöte. Ja. Und genauso blöd noch die Boots, die hätte ich auch viel früher holen können. Ich habe auch schon überlegt, soll ich jetzt noch in Swamp für die eine Truhe rein, aber habe mich dann doch dagegen entschieden, weil noch Hype Cave und so weiter kam. Mhm. Und wenn ich das gemacht hätte, hätte ich die Boots auch gekriegt. Also Boots und Flöte hätte man viel früher holen können. Natürlich, und dann ist es noch ein Schwert Gaumord und noch ein Master Sword Silverless Ganon, falls ich ewig nicht gemacht habe. Vielleicht ein Jahr oder so. Boah. Dafür, dass du es ja ewig ja nicht mehr gemacht hast, hast du es ja sauber durchgespielt. Naja, also, nicht so ganz, aber es war in Ordnung. Also, gut, also die anderen beiden Schwertern, kann ich dir an der Stelle schon mal sagen, die haben wir heute auch nicht gesehen beim Matchup, also. Die lagen höchstwahrscheinlich dann in Ice Palace noch herum. Ich glaube, Ice Palace ist das einzige, nee, wo wir heute nicht gesehen haben. Spike, wenn wir noch. Sowas. Genau, Spike hatten wir ja noch. Also die Tablets. Also sind aber nicht mehr viele Schenks. Also,
Also ich ganz so viele Checks hatte die ja, jetzt auch nicht. Ein Item in Desert habe ich nicht gemacht und mindestens ein Item in Pod. Das zweite Item war? In Desert war eine Flasche, also da hast du nichts zu ja. Was ich mich eigentlich frage, was war da bei Troll Dom 2 bei dir los? Keine Ahnung. Warst du da zu nervös? Das war zu anstrengend. Ich konnte mich da irgendwie überhaupt nicht mehr aufs Spielen konzentrieren. Ich konnte das Spiel nicht mehr ernst nehmen. Ach so. Ich war einfach unkonzentriert. Hattest du dich denn nicht das ließ dich einfach überhaupt nicht einschätzen. Also, ich weiß nicht, hatte ich den Hammer früher als Alex? Ja. Also, am Anfang wart ihr relativ gleich auf, ihr beide. Kamt immer wieder zeitgleich an die gleichen Locations am Anfang ran. Aber du hast dir den Podplay früher eingebaut als Alex. Und an der Stelle könnt ihr auch alle GG für Alex schreiben. Ich denke mal, er hat forfeited. Ja, hat forfeited, weil es ihm zu spät wurde und deshalb kommt er auch leider nicht ins Interview. Okay, schade an der Stelle, dass er nicht mehr ins Interview kommt, aber eben das Seine. Ne? Ja, normalerweise geht man auch nicht von 2 Stunden aus. Aber, wie gesagt, ihr habt sehr relativ gleich gespielt bis... Bis der Podplay, also ab dem Podplay hat man dann gemerkt... Nee, Turtle Rock war der Unterschied. Du bist noch ganz hinten durchgegangen. Die Frage zu beantworten, ich habe mich nach dem Hammer so ein bisschen gut gefühlt. Also ich meine, bei dem Seed kann man schlecht sagen, dass man sich gut fühlt. Und man kann auch schlecht einschätzen, wie der Gegner geroutet hat. Später, als ich dann die Flöte gefunden habe, zum Beispiel, habe ich mich schon direkt wieder viel schlechter gefühlt. Ich glaube, Alex hat geschrieben, er hätte sie auch nicht geholt. Aber in dem Moment hatte ich dann eben Angst, dass er sie früher hatte. Mit den Books das Gleiche. Ihr beide hattet ein sehr ähnliches Routing an der Stelle. Sehr ähnlich. Ihr habt beide die Flöte nach dem Berg ja am Ende geholt. Ihr seid ja dann direkt nach dem Berg ja dann habt ihr, also du hast ja zuerst dann Turtle Rock, Tiefstand gemacht und dann bist du direkt hoch zu Skalwoods und hast ja dann die Flöte noch hoch mitgenommen. Wo du dich wahrscheinlich geärgert hast drüber. Das Side-Item in Skalwoods war ja nichts mehr. Ja. Und währenddessen Alex Turtle Rock bis hinten zu Lightbridge gemacht hat und dann hat er den Vorteil, dass er das Master Sword einfach vor dir hatte. Oh! Ja. Das, was Alex aber nicht gemacht hat, ist, dass er nach Swamp Palace die Bombe gecheckt hat. Das war auch ein Routing-Fehler bei mir. Ich wollte das mit der Red Bomb machen, aber ist mir ein bisschen zu spät aufgefallen, dass ich Eastern davor machen muss. Also ich wollte einmal zu Swamp gehen, aber hab dann gemerkt, das ist viel schlauer, wenn ich erst Eastern mache. Ja. Achso, Eastern war das Red Crystal. Das heißt, wir haben es ein bisschen falsch gedacht. Okay. Nevermind. Das war ein Eastern und Skull. Nevermind. Die Red Bomb früher getrackt hätte er wahrscheinlich. Er hätte Desert Palace nicht machen müssen. Also er hat noch Desert Palace komplett geklärt, weil er noch den Ice Rod gesucht hat, das hier in der Big Fairy lag. Aber ansonsten habt ihr beide gut gespielt, war beides sehr sauber. Am Ende habe ich mich auch wieder schlecht gefühlt, als ich das Schwert noch gesucht habe, weil ich dann noch viel Overworld gemacht habe. Ich habe noch Desert das eine Item geholt, was ewig gedauert hat. Wo ich gehofft habe, dass es ein bisschen früher kommt. Ja, aber du hast ja halt noch nach einem Schwert gesucht, also gesehen war das ja auch verständlich. Ja, nur weil es sich trotzdem nicht gut angefühlt. Man weiß, es gibt noch 3 Schwerter irgendwo im Sieg. Man hat noch GTE und Turtle Rock vor sich und ich checke die ganze Zeit die anderen Sachen und finde dann, fühlt sich dann schon ziemlich schlecht an. Ich weiß dann nicht, wo mein Gegner ist. Und wenn ich gewusst hätte, dass mein Gegner schon Master Sword hat, dann wäre das umso schlimmer gewesen. Ja klar, also er hat halt sich dafür entschieden, ganz durchzugehen, darauf zu gamble, vielleicht einen Ice Rod noch gleichzeitig noch mitzunehmen und Turtle Rock dann komplett abzuschließen, war aber dementsprechend nicht so. Der einzige Vorteil, wo er halt nur mal hatte, war halt das Master Sword, aber trotz allem, durch dass er Eastern nach Swamp gemacht hat, hat ihn das schon ein bisschen nach hinten katapultiert. Und du konntest da am Ende gut durchgehen. Ich hatte mir überlegt, dass Alex vielleicht den Hammer hätte verpassen können, wenn er
die Flöte geholt hätte, dann damit auf den Berg gegangen wäre und dann da den Hookshot gefunden hätte. Ja klar, also... Also ich konnte die ganze Zeit schlecht einschätzen, was Alex gemacht hat. Ob er es genauso gespielt hat wie ich. Ja, es war einfach komisch. Ich meine, ich habe mich die ganze Zeit über gefragt, was mit dem Seed los ist. Und da war alles andere irgendwie schwierig zu machen. Ja, es war interessant, hier zuzusehen. Du nur mit dem Fighter's Word, das gerne wahrscheinlich die Schwerter gesucht hat. Ich nehme mal an, Alexi eigentlich auch, aber er hatte ja schon das Master's Word, von dem er gesehen. Ja. Aber ansonsten beide gut gespielt. Folgt den beiden Runners auf jeden Fall, Kato und Alex. Trotz dafür, dass das Seed schlecht war, habt ihr es sehr gut gespielt. Und ja, was will man da noch dazu sagen? Kato, möchtest du noch was sagen? Ja, ich würde noch sagen, danke fürs Zuschauen bei diesem komischen Seed. Danke euch beiden fürs Kommentieren und Daruk fürs Tracken. Und ja, ich wünsche Alex noch viel Glück im Turnier. Er hat jetzt, glaube ich, 2 Niederlagen, aber hat natürlich immer noch eine Chance, in die Brackets zu kommen. Und ich soll auch noch Grüße von Alex ausrichten. Okay. Dankeschön für die Grüße, Alex. An der Stelle immer noch GG für dich. Folgt den beiden Runners, Alex und Kato. Daruk, danke dir fürs Tracken. Folgt auch ihm, folgt auch Maya hier an der Stelle. Danke fürs Mitkommentieren. An der Stelle bedanke ich mich hier fürs Zusehen, für die spannenden Spiele heute. Wie gingen denn die anderen Spiele denn so aus? Magst du da was dazu sagen, Maya? Also morgen geht's dann weiter. Falls sich Leute finden, um 15:15 mit Innus gegen Frankstein. Und abends laufen dann noch Hitzelian gegen Shiva Hayes und Ray gegen Divisions. Also auch einige spannende Matches dabei. Ja, es ist nicht schwer. Einfach anmelden, drauf losquatschen oder darauf los tracken, was dann die Runners hier machen. Meldet euch an. Wir würden gerne jedes Spiel zeigen. Ja. Und ansonsten verabschiede ich mich hier an der Stelle. Habt eine erholsame Nacht. Und morgen geht es dann weiter mit dem nächsten Spiel. An der Stelle übergebe ich das letzte Wort an Maya. Ich verabschiede mich hier. Auf Wiedersehen.